heute ist das 22. Betriebeskirennen in Innerwald. Das heißt eigentlich die ganzen Gastronomiebetriebe, alle die, was da hinten angestellt haben im Gemeindegebiet von Sildern, können sich anmelden und ein Skirennen fahren. Also miteinander organisiert wird das von der Gemeinde, vom Tourismusverband und von den Bergbahnen. Da macht man auf jeden Fall ein paar kleine Sitzungen, organisiert das Ganze, das Konstrukt, und das ist somit eigentlich nicht der Riesenaufwand. Also das Rennen rennt da so, dass man einmal fährt jeder Teilnehmer einen Lauf durch. Danach gibt es eine Einzelwertung, wie man sie jeher kennt, wie ein Rennen halt ist. Und danach gibt es noch eben eine Teamwertung. Die Teamwertung schaut auch so aus, dass ein Team aus drei Personen besteht, egal ob das Mädels, Mandlern oder gemischt sein. Und der geringste Zeitunterschied unter denen drei entscheidet danach, wer die Mannschaft gewonnen hat. Also sprich, auch die längsamsten drei, wenn sie gleich langsam sein, haben die Chance, das zu gewinnen. Also Betriebeskirennen ist eigentlich für die Kameradschaft im Betrieb. Weil da geht man mit einer Runde Skifahren, es ist jetzt ja eigentlich mehr der Jux und es ist jetzt ein ewig langer Lauf. Also ist der Renncharakter relativ klein in den ganzen Rennen. Einfach, dass man mit einer etwas unternimmt, und das ist eben schon ein bisschen eine Tradition seit 22 Jahren. Und somit ist das eigentlich eine gute Sache.